Es ist ein eisiger Februarnachmittag auf dem Perlacher Friedhof in München. Trotzdem herrscht am Grab von Alexander Schmorell großer Andrang. Die russisch-orthodoxe Gemeinde in München verehrt ihn als neuen Heiligen. Alexander Schmorell, deutscher Staatsbürger, aber russisch-orthodoxer Christ, gehörte der Widerstandsgruppe Weiße Rose an. 1943 wurde er deswegen von den Nazis hingerichtet. Auch der 91-jährige Nikolai Hamazaspian, einer der engsten Freunde von Alexander Schmorell, nahm an den Feierlichkeiten zur Kanonisierung teil. Wie soll ich beschreiben, was ich jetzt empfinde? Eigentlich kann ich das noch gar nicht sagen. Ich fühle mich selbst wie im Himmel. Dieses Ereignis hätte ich niemals erwartet. Ich meine, diese Heiligsprechung ist gut und richtig. Über Jahre hinweg hatte sich die Münchner russisch-orthodoxe Gemeinde für die Heiligsprechung Schmorells eingesetzt. Während der Liturgie wurde die Ikone des Neumärtyrers Schmorell feierlich verehrt. Die jetzige Kanonisierung entspricht in etwa einer Seligsprechung in der römisch-katholischen Kirche. Die Verehrung ist daher noch lokal begrenzt. Russisch-orthodoxe Gemeinden in den Niederlanden und den USA setzen sich aber bereits jetzt für eine Verehrung auch außerhalb Deutschlands ein. Mit gutem Grund. Der russisch-orthodoxe Erzbischof Mark betonte, dass die Heiligsprechung Schmorells eine Botschaft über die Grenzen Deutschlands hinaus sei. Für uns ist das eine klare Stellungnahme zu jeder Art von Diktatur, so wie dieser Heilige sich gegen die Nazi-Diktatur gestellt hat, genauso hat er sich gegen die bolschewistische sowjetische Diktatur gestellt. Und das ist heute vielleicht ein ganz besonders wichtiger Akt, weil wir sehen, dass Extremismus und diktatorische Bewegungen immer wieder auftauchen. Und wir müssen hier wissen, dass es vor allem für junge Menschen wichtig ist, dass sie erkennen, dass sie ihre Freiheit verteidigen müssen. In der Bilderwand der russisch-orthodoxen Kirche in München wird deshalb schon seit längerem an Alexander Schmorell erinnert. Seine Darstellung in der sogenannten Ikonostase ist allerdings noch ohne Heiligenschein. Da haben wir auf der Ikone, wo diejenigen aufgezeichnet sind, die russische Auslandskirche seit 1964 verherrlicht hat, da muss da er unter ihnen sein. Und der Platz für den Heiligenschein ist auch ausgespart. Dieser wird jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich aufgetragen. Dann gehört Alexander Schmorell voll und ganz in den Heiligen Himmel.